Der Attentäter der neuen Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker soll ein V-Mann des Verfassungsschutzes sein. Nach der Messerattacke, bei der die 59-Jährige schwer verletzt wurde, wurde bekannt, dass die Akte von Frank S. bei der Bundesagentur für Arbeit als geheim eingestuft worden sei. Die Grünen-Bundestagsfraktion fordert nun Informationen darüber, ob es Verbindungen zwischen dem Verfassungsschutz und dem Mann aus dem Kölner Stadtteil Nippes gäbe. Frank S. war über Jahre in der rechten Szene aktiv.